Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Iss oder stirb? Zu diesem Thema wird uns Marco von Moos mehr erzählen. Er ist Samenexperte und Landwirt und ein spannendes Thema. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, lieber Marco. Grüezi, Silvia. Bisschen ein provokativer Titel, ein spannendes Thema und ich freue mich darauf, was du uns dazu erzählst. Wir haben es ein bisschen abgeändert. Eigentlich würde es heißen Friss oder Stirb. Ja. Und das Sprichwort sagt eigentlich, haben wir die Wahl oder haben wir sie nicht? Und wir sind heute bei der Ernährung. Haben wir die Wahl, einfach uns so zu ernähren, wie wir möchten, oder dürfen wir uns der Natur annähern? Gibt uns eigentlich die Natur vor, was passt? Leben wir ein Leben, was natürlich ist, was zu unserem Naturell passt? Oder leben wir an der Natur vorbei, an unserem Wesen vorbei? Und das ist, finde ich, eine spannende Frage, die wir beantworten dürfen. Du hast die China Study erwähnt, also die... Da wurde ja untersucht und über Hunderttausenden von Personen haben da teilgenommen, in welche Richtung das die Ernährung gehen darf. Und wenn sie in diese Richtung geht, was hat das für Konsequenzen? Und das hat, die Schlussfolgerung daraus war, dass die pflanzliche vollwertige Ernährung die gesündeste für uns Menschen ist. Und die, wo zu viel tierische Proteine gegessen haben, dass das zu Zivilisationskrankheiten führen kann, wo wir nicht möchten. Ja, und also, waren ja ganz signifikante Zahlen. Also das war wirklich nicht nur so eine vage Erhöhung, sondern eine wirklich riesige Erhöhung all dieser Erkrankungen bei den Menschen, die sich eben nicht so ernährt haben. Ja, genau. Und spannend ist, ich liebe es, in der Natur zu schauen, wie macht es die Natur, oder wo gibt es Indizien, ob etwas dem Leben dient oder nicht dient. Und das sehen wir gut bei Naturvölkern. Also wenn die sich der westlichen Ernährung, wie wir sie haben, annähern, dann merkt man oder sieht man, dass Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, MS und so weiter erst kommen, wenn sie dasselbe essen, wie wir essen. Und wenn ich im Supermarkt bin und dann die Produkte sehe, wo da sind, dann weiß ich gar nicht, wer das kauft, weil ich es ja nicht kaufe, aber das hat bei weitem nicht die Qualität, wo ich für mich haben möchte oder wo ich das Gefühl habe, das unterstützt mein Wesen in der Natürlichkeit oder hält mich gesund. Aber jemand muss das kaufen. Ja, es klingt für mich auch ein bisschen im Titel mit, so ist oder stirb, dass wir wirklich, wenn wir in diese allgemeinen großen Einkaufszentren sind, da findet man sehr, sehr, sehr wenig, wo uns den Weg weisen würde, was wirklich gesund ist für uns. Man wird wirklich, wenn man sich gesund ernähren möchte, muss man sich wirklich aktiv damit befassen und man kann nicht einfach einkaufen gehen und davon ausgehen, dass die Lebensmittel wirklich auch gesund sind. Und das finde ich schon ein bisschen schwierig, sich da zu orientieren. Also die Welt, it's a man's world, vielleicht kennt ihr diesen Spruch. Die männliche Energie hat ein bisschen Überhand genommen. Also das wurde auf Rationalität, auf Industrie, auf Schnelligkeit gegangen und vieles haben wir nicht mitgenommen. Und ich finde auch, die Ernährung und die Produkte daraus sind industriell geworden, aber haben wenig mit der Natürlichkeit noch zu tun. Also sprich, die Züchtung möchte heute Früchte und so, wo lange lagerfähig sind, wo weniger auf Inhaltsstoffe gezüchtet wurden, dass sie lange haltbar sind. Oder ich mag mich an die Zeit erinnern, wo meine Mutter noch den Zuckerhut im lauwarmen Wasser gebadet hat, weil der so dermaßen bitter war. Bitterstoffe machen zum Beispiel unsere Magensäure kräftig, dass die für uns gute Arbeit macht. Diese Bitterstoffe sind verschwunden, oder ich bin schon so daran gewöhnt, dass ich bitter esse. Also für mich hat das nicht mehr diese Bitterkeit. Entweder weil ich es besser
mag oder weil es einfach nicht mehr vorhanden ist. Ja, es ist mir aufgefallen, ich hatte diesen Sommer hatte ich eine alte Sorte Rucola angepflanzt auf meinem Balkon und da habe ich gemerkt, wie viel mehr Bitterstoff das dieser enthält, als wenn man einfach Rucola einkauft, auch ja. Bio-Rucola, da werden wahrscheinlich auch die Bitterstoffe herausgezüchtet. Das oder, ist so. Ja, das habe ja. ich gedacht, das ist ja wirklich mal ein guter Rucola. Ja, das genau. ist ein solch riesiger Unterschied, oder? Ja. Und die fehlen uns ja, diese Bitterstoffe im täglichen Leben. Genau. Also ich denke, wir Männer haben es übertrieben. Wir dürfen jetzt euch Frauen wieder den Vortritt lassen, weil ich denke, dann kommt es wieder in eine bessere Richtung, dass es dem Leben dient. Vieles haben wir jetzt hervorgebracht, was nicht wirklich dem Leben dient. Und haben wir die Wahl oder nicht? Also die China Study oder die Zivilisationskranken zeigen uns eigentlich, dass wir nicht die Wahl haben. Wir können es sehr lange gegen uns arbeiten, indem wir Produkte essen, die nicht förderlich für uns sind. Und die Natur, die repariert immer wieder. Das macht sie in der Natur selber. Wenn wir da ihr in die Wege kommen und sie ist da sehr gutmütig, sage ich mal, und unser Körper genau dasselbe. Ja. Also wir können so viele Fehler machen und immer wieder, aber irgendeinmal sagt die Natur, ja, es ist jetzt genug. Ja. Ja, unser Körper ist ja so ein Wunderwerk, da haben wir auch schon darüber gesprochen, wie viel eigentlich missliches Verhalten und Ernährung, falsche Ernährung und falsche Lebensweise ja immer wieder ja. wegsteckt und immer so viel Gutes für uns tut. Das ist eigentlich unglaublich. Wir müssen diesem Freund Körper eigentlich so ja. dankbar sein, dass ja. wir nur das Beste machen ja, würden. Genau. Und was mich auch ein bisschen immer wieder beschäftigt, ist so die Meinung über das Älterwerden, oder? Man hat einfach das Gefühl, man wird älter und wenn man älter wird, dann geht halt das nicht mehr und das nicht mehr. Aber dass ganz viele Dinge vermeidbar wären, dass man wirklich gesund alt werden kann, wenn man nicht den Körper schon jahrzehntelang belastet hätte, weil das ist dann einfach irgendwie die Rechnung, auch das Ansteigen aller chronischen Erkrankungen und ja. auch diese Diabetes, der Anstieg bei Kindern, könnten wir so viel verändern. Und ich finde das so toll, wenn jemand wie du so Produkte und einen neuen Weg aufzeigt. Ja. Ja, das stimmt. Und ich bin auf diese Informationen gestoßen. Ich bin ein Fan von der Natur. Ich suche die Lösungen in der Natur. Und die Natur hat nichts irgendwie zufällig hervorgebracht. Das ist eine Sonnenblume. Wenn man jetzt da die Linien, die Formen nachzeichnen würde, dann entsteht da in der Blume eine schöne Blume. Also es ist nichts irgendwie dem Zufall überlassen. Also alles hat irgendwie eine Ordnung. Das ist ein Bild von Fritz Albert Popp. Diejenigen, die mir schon länger folgen, die kennen das. Das sind zwei Salatblätter, eines verwelkt und eines ein frisches Salatblatt. Was da gezeigt wird, das kann man heute zeigen, ist die Lichtspeicherfähigkeit. Da ist Licht gespeichert und wenn wir das essen, dann wird schlussendlich dieses Licht auch uns übertragen. Und Fritz Albert Popp sagt zum Beispiel, je mehr Licht in einem Lebensmittel ist, je höher ist seine Qualität. Also es geht bei der Ernährung darum, dass die Produkte uns Informationen geben, dass es zu einem Austausch kommt zwischen den Lebensmitteln und uns. Ganz toll gezeigt. Und auch wir streben ja, alles in der Natur strebt ja nach der Sonne, nach dem Licht. Und das genau. ist ja nicht einfach so. Ja. Und eine andere Firma, die Firma Soyana von der Schweiz, die hat auch die Möglichkeit, bietet uns die Möglichkeit, tiefer zu sehen. Es geht bei der Ernährung nicht nur um Kohlenhydrate, Fette, Proteine, sondern es geht auch nicht nur um sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und so weiter, sondern sie kann zeigen, was zum Beispiel jedes Produkt für eine Ordnungs- und Lebenskraft hat. Und das ist jetzt ein Produkt, was nicht biologisch angebaut wurde. Und man kann heute das zeigen, dass nur schon der Unterschied, ob ein Produkt eine Pflanze Kunstdünger erhalten hat oder Pflanzenschutzmittel,
dass das einen Einfluss auf die Lebens- und Ordnungskraft in dieser Pflanze, auf die Struktur, auf die Formen für einen Einfluss hat. Und das ist jetzt ein biologisches Produkt, wo eine Pflanze, wo eine ganz andere Ausstrahlkraft, eine andere Lebendigkeit und so hat. Und noch einmal den Link zum Fritz Albert Popp zu machen. Je frischer ein Lebensmittel ist, je schöner und je kräftiger ist diese Ordnungs- und Lebenskraft. Und einfach, wenn wir uns jetzt zum Beispiel pulverisieren würden und so darstellen würden, zum Beispiel, dann würden auch solche Formen entstehen. Und das ist das Update, was ich vorher gemeint habe, ist, dass das Lebensmittel, wo wir essen, unsere Ordnungs- und Lebenskraft wieder unterstützt. Ja, und es ist ja eigentlich auch so, wenn wir jetzt Medikamente nehmen, dann ist ja unser System, unsere Lebenskraft auch nicht das gleiche. Und wenn wir einer Pflanze etwas aufzwingen, dann ist das eigentlich ganz logisch, dass sie auch nicht mehr in der Lebenskraft gleich stark ist. Und für mich ist das wirklich sehr, sehr eindrücklich, weil ich habe oft Diskussionen mit Menschen, die mir sagen, ja, weißt du, für die Umwelt ist das vielleicht schon nicht so gut, wenn wir die Pflanzen spritzen, aber für uns kommt es ja eigentlich nicht drauf an, wenn wir sie dann abwaschen. Und da habe ich mal einen das ganz schönen Beweis. Das ist der Unterschied. Nur schon dieser kleine Unterschied, Bio, Nicht-Bio, was das auf die Ordnungs- und Lebenskraft macht. Und weil wir selber ein feststofflicher und ein feinstofflicher Körper haben, ist anzunehmen, dass immer weniger lebensunterstützende Informationen in unserem Körper ankommen, wenn da Teile fehlen. Wenn die Nahrung, die Lebensmittel uns nicht immer wieder updaten. Ja, und ich bin auch überzeugt, das merkt man selbst auch, wenn man sich anders ernährt, dann ist man auch, hat man eine andere Ausrichtung, auch die Seele kann sich mehr entfalten. Das ist ja wie eine Einheit immer. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das ist so. Ja. Unbedingt. Und so macht es Sinn, dass wir lebendig essen und da haben wir etwas Lebendiges mitgenommen. Also gerade jetzt auf die Jahreszeit, wo wir hinsteuern im Winter, macht es Sinn, dass wir zum Beispiel unsere frischen Produkte selber ziehen können, wenn der Garten nicht mehr so viel hergibt. Also was gibt es einfacher, als zum Beispiel ein bisschen Buchweizen so viel reinzumachen, Wasser dazu über Nacht zu stehen zu lassen und dann das Wasser am nächsten Morgen wegzugießen. Und dann hat man innerhalb von 2 Tagen eine Veredelung dieser Samen gemacht. Also man hat jetzt nicht mehr Nahrungsmittel, sondern ein Lebensmittel. Und das hat den Vorteil, dass da Enzyme enthalten sind. Also Enzyme helfen dem Körper, die ganzen Stoffwechselvorgänge richtig zu machen. Und das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile, also mehr als nur Kohlenhydrate, Fette und so. Wir haben plötzlich eine Lebens- und Ordnungskraft, die uns unterstützt. Und wie Fritz Albert Popp sagt, wir sind keine Allesfresser, sondern wir sind Lichtzeuger. Also das Licht, die Frische, hat einen großen Einfluss auf die Ordnungs- und Lebenskraft. Wie ich schon gesagt habe, ich bin so begeistert von dieser einfachen, tollen Lösung, weil ich habe mich auch immer bemüht, mich gesund zu ernähren und dann war ich auf dem Hofladen und dann hatte ich einen Tag keine Zeit, dann war es wieder ein bisschen älter schon, der Salat und so. Natürlich esse ich ihn auch, aber so diese Lebenskraft, diese unmittelbare, und da sind ja die größten Vitalstoffe drin, da braucht ja die Pflanze die meiste Energie, das finde ich so toll. Ja, und so einfach und es ist... Es ist das Regionalste eigentlich, was es gibt. Also wird ja immer empfohlen, auch regional zu essen. Ja, da baut man es an und hat es immer bei sich. Du kannst es zu Hause haben und das lange aufbewahren. Und es ist eben nicht ein Notverrat im Sinn, wirklich, der uns gar nicht nährt, sondern es ist so etwas Wunderbares. Also, dass wir immer schnell für uns zu Hause etwas so Tolles zubereiten können. Und ich denke, wir... machen viel Gutes, wenn wir viel Pflanzliches essen. Pflanzliches wirkt basisch auf unseren Körper. Krankheit braucht Säure. Also alles, was den Körper sauer macht, da gehört Stress genauso dazu, wie du gesagt hast, die Psyche
Das ist wichtig, aber das ist in einem Wechselspiel. Also wenn da Gutes ankommt, kommt auch hier oben Besseres an. Und wir sind einfach nahe an der Natur, wenn wir naturbelassen essen. Ja, mittlerweile weiß man ja auch, dass auch im Mikrobiom gleiche neuronale Zellen sind. Also das ist ja unser Bauchgefühl, unser alles ist ja so verbunden, oder? Und wie viel mehr das ausmacht, eben wie wenn wir uns ernähren. Nicht nur werden wir zu dick, sind wir nicht so fit, sondern wirklich unser ganzes Empfinden, unsere ganze Denkweise, unsere Seele. Und das finde ich schon auch ein Punkt, der mich immer wieder fasziniert. Gesunder Geist in gesundem Körper. Ja, ne? Ja. Oder solche Formen. Also da kann man nur staunen, was die Natur hervorbringt. Und das macht sie bei allem, was im Leben eingebunden ist. Also ich denke, wir haben einen Bruchteil von dem, was da im Kleinen abgeht, beginnen wir zu begreifen. Und das ist wiederholt sich eigentlich immer. Und wir bleiben und sind ein Teil von der Natur. Und wenn wir zu weit von der Natur entfernen, von diesem Update, dann geht es in eine Richtung, die viel Zeit kostet, weil man irgendeinmal der Gesundheit wieder hinterher rennt. Und das ist, denke ich, oder für mich nicht der Plan vom Leben. Ich denke, das geht um Wachstum, um persönliches Wachstum. Rüdiger Dahlke würde jetzt sagen, schaut, dass ihr im Leben wächst, sonst muss es irgendwie ein getartetes Wachstum geben, ja. Ja, genau, sonst fängt euer Körper an zu wachsen und das ist nicht der Plan. Ja, und ich glaube auch vielleicht, ja, irgendwann ermahnt uns auch die Natur wieder daran, eben jetzt mit diesen ganzen auch Naturkatastrophen oder sich auch die Natur natürlich, da haben wir viel Missbrauch getrieben und vielleicht werden wir auf diese Weise auch wieder ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, wie wir uns und aber auch der Umwelt Gutes tun können. Und ja, vielleicht werden wir jetzt ein bisschen zurückgeworfen, da haben vielleicht auch alle Krisen positive Seiten. Genau. Wir kommen zur Besinnung, lassen die Frau den Vortritt und dann kommt es in eine schöne Richtung. Und so kann zum Beispiel eine Suppe aussehen. Also die ist rohköstlich, diese Suppe, die ist naturbelassen und da sind keine Grenzen gesetzt. Also ich empfehle oder ich schaue für mich, dass ich möglichst die Nahrungsmittel, die Lebensmittel so belasse, wie sie die Natur hervorbringt. Ohne, dass ich sie auf 80 Grad erwärme, sondern irgendwie bei 40 Grad, dass man das auch irgendwie essen kann. Grüne Säfte, dann ist man sehr nahe am Leben, mit allen Vorteilen, was das Chlorophyll bildet, weil Chlorophyll ist wieder ein Stoff, wo im Blut auch vorkommt. Also klar, ich muss so sagen, Chlorophyll und das Blut sind sehr nahe beieinander. Der Unterschied ist, dass das Blut ein Eisen in der Mitte hat und Chlorophyll ein Magnesium. Und wenn wir viel Grünes essen, und unser Körper kann Grünes sehr gut verstoffwechseln, kommt sehr viel Magnesium an. Auch die Farbe Grün ist nicht vielleicht zufällig gewählt von der Natur. Im Lichtspektrum ist Grün in der Mitte, also es bringt auch uns in die Balance. Nicht zu viel da und da, sondern in die Mitte und in die Ruhe. Und Magnesium finde ich jetzt gerade auch noch ein interessantes Thema, weil die meisten haben ja einen Magnesiummangel. Wenn man sich jetzt so regelmäßig mit Sprossen ernährt und rohköstlich, hat man dann das Magnesium abgedeckt oder würdest du trotzdem noch raten, das zu supplementieren? Nein, ich würde mit dem Grün kann man schon sehr viel machen. Ja. Also das Einzige, was ich supplementiere, ist Vitamin B12 plus Vitamin D3, gerade in dieser Jahreszeit. Ja. Also das geht wieder um das Licht. Das Allerwichtigste ist, dass wir genügend Sonne haben. Ist schwierig, wenn wir so gekleidet sind, wie wir da in unseren Breitengraden umherlaufen. Und so ein Schutzfaktor 50 dann noch, die Teile, die ein bisschen raufschauen. Genau, ich weniger, aber ich schaue, dass ich das Vitamin D3 so zu mir nehme. Ja, das ist ganz ein wichtiges Thema. Aber das alles andere mit dem Magnesium, also wenn ich da grüne Säfte trinke, Gerstengras selber anbaue, dann ist das kein Thema. Also ich habe da keine Krämpfe,
Mhm. Wo jetzt sagen würde, du hast da einen Mangel auf Magnesium. Ja, Magnesium ist ja noch mehr als Krämpfe. Das hat ja mit so vielen Sachen zu tun. Ja, das ist auch wieder so wichtig. Ja, wenn ich das mir jetzt wieder alles vor Augen halte und sehe, was wir einkaufen können, was für denaturierte Lebensmittel, dann ist unser Körper einfach unglaublich, wie er mit dem noch zugange kommt. Ja, das stimmt. Also schenken wir ihm etwas Schönes und wieder. Und über eine so lange Zeit. Ja, unglaublich, unglaublich. Ja, ja wirklich. Ja. Genau. Einfach noch einige Ideen. Also die Natur, die ist ja so genial und bietet uns ja eine Fülle. Ja. Und wie ich schon erwähnt habe in anderen Sendungen, aber ich möchte es trotzdem nochmals sagen, weil ich es so wichtig finde, dass man auf deiner Homepage dann nachschauen kann, auch für Rezepte, eben um diesen Einstieg ein bisschen zu erleichtern, oder? Ja. Und was wir noch nie erwähnt haben jetzt in einer Sendung und was ich auch noch wirklich wichtig finde, aber das ist eigentlich schon selbstredend, wenn man dich hört und dich sieht, dass das alles Bio-Samen sind. Ja, genau. Das finde ich doch noch wichtig. Ist nicht selbstverständlich in der heutigen Zeit, für dich selbstverständlich, aber das war mir wirklich auch noch ein Anliegen, dass erklärt sich schon, wenn man dir zuhört, aber ich möchte es doch nochmals so sagen. Einfach. Also die Bilder haben es gezeigt, Bio, nicht Bio im Vergleich von Sojana, da habt ihr schwarz auf weiß oder auch farbig und es lohnt sich wirklich, dass man da biologisch heißt Leben, weil nur Leben erzeugt wieder neues Leben. Ja. Dann möchte ich dir, sind wir schon leider mit der Zeit schon wieder langsam durch, aber noch fürs Publikum, dass sie wissen, wo sie sich hinwenden können, wo es weitere Informationen gibt, was rätst du uns da? Ich rate, die Lebensmittel so zu essen, wie es die Natur hervorbringt, wo man auch so essen kann, möglichst in natürlicher Form. Wenn ihr auch in die Sprossenzucht einsteigen möchtet, dann findet ihr alles unter sprossensamen.ch. 30 verschiedene Sorten haben wir da. Jede Pflanze hat wieder andere Inhaltsstoffe, deshalb ist auch der Geschmack unterschiedlich. Und es lohnt sich, sich aus der Apotheke der Natur zu bedienen, weil die hat einen Plan. Und es lohnt es sich da, diese gut zu kombinieren und dann stehen die Chancen sehr gut, dass wir gesund bleiben. Mhm. Es kommen noch neue Produkte dazu, also für mich gehört auch Microgreens-Zucht dazu, vor allem auch im Winter, die Gerstengras-Zucht, also findet ihr alles bei uns. Und wie ist die Webseite? Findet ihr auf sprossensamen.ch oder sprossensamen.de. Toll, vielen Dank. Marco, das hat mich wieder so inspiriert. Ich habe dir schon gesagt, ich habe das jetzt mal bestellt und dann war ich wirklich begeistert von der Fülle dieser Samen und auch ihr habt das auch toll zusammengestellt, dass es zum Beispiel Samen gibt, die gleiche Keimzeit haben, um das noch den Anfängern auch ein bisschen zu erleichtern. Ja, genau. Und ich finde das ganz toll, auch die Rezepte, wie schon gesagt. Ja. Schön warst du heute bei uns. Vielen Dank. Danke dir. Liebes Publikum, auch Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich glaube, Sie konnten aus dieser Vielfalt der Informationen und den wunderbaren Bildern eine Inspiration ziehen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen.